freundliches Hallo in die Runde an alle, die diesen Vortrag eingeschaltet haben. Es geht uns heute um die dritte Rune im ältesten Fußsag, um Thorisas, auch genannt Thorn. Und da sind wir schon mitten beim Thema. Denn was stimmt denn nun? Thorisas oder Thorn? Darum wird es also gehen. Aber auch wieder um das grafische Symbol und seine Entwicklung. Um mythologische Überlieferungen im Umkreis dieses Sinnbildes sowie um die Stammsilbe Thor aus Sicht der Ursprachenforschung. Und natürlich um allerlei Rätsel und offene Fragen, die mit dieser Rune verbunden sind. Legen wir also los und beginnen wir mit dem Namen der Rune. Oder besser gesagt mit den beiden Namen. Was bedeuten sie? Beim altenglischen Wort Thorn ist die Sachlage klar. Es bezeichnet den Dorn. Und das Bild eines Dorns am Zweig stimmt, wie man sieht, auffällig mit dem Runengraphem überein. Daher glauben auch einige Runenfreunde, dies müsse doch der ursprüngliche Name der Rune gewesen sein. Doch weit gefehlt. Es ist genau andersherum. Werden wir uns gewahr, welches die wichtigsten Themen der ältesten Religion waren? Es ging um Leben und die Erschaffung von Leben. Und es ging um Tod und Wiedergeburt. Mit der Schaffung von Leben war spätestens seit der Jungsteinzeit der unfassbar wichtige Kult der heiligen Hochzeit verbunden. Es ist hilfreich, sich dies immer wieder vor Augen zu führen, damit man der Verlockung widersteht, solche Begriffe wie den Dorn wörtlich zu nehmen. Ein Dorn an einer Pflanze an sich kann schwerlich sakral bedeutsam genug gewesen sein, um in ein archaisches Mosaik von Sinnbildern aufgenommen zu werden. Man muss ihn als Metapher begreifen, für etwas Bedeutsameres. Aber was könnte das sein? Die Antwort wird nicht lange auf sich warten lassen. Wenden wir uns aber erst einmal dem zweiten Namen zu, Thorisas. Denn über diesen Umweg wird auch der Dorn deutlicher. Thorisas ist wieder eines der sprachwissenschaftlich erschlossenen Wörter, die so nie vorkamen. Im Altnordischen hieß es tatsächlich Thurs und meinte einen Riesen, einen sogenannten Thorsen. An dieser Stelle kommen Runenfreunde oft durcheinander, weil sie automatisch den jüngeren Gott Thor mit der Rune in Verbindung bringen, da sein Name so ähnlich klingt. Apropos klingt, ich spreche die Wörter Thor und Thorse so aus, wie es heute üblich ist, mit T. Ursprünglich erklang jedoch ein TH. Zurück zum Sinngehalt der Rune, die wohl einen solchen riesigen Thorsen versinnbildlicht. Was für Gestalten waren das aber in der Mythologie? In der germanischen Mythologie gelten Riesen oft als böse. Warum, ist meistens nicht so recht klar. Immerhin gesteht man ihnen zu, dass sie ein viel älteres Geschlecht seien als die bekannten germanischen Gottheiten und dass sie vor allem im Besitz des so begehrten magischen Wissens wären. Andere Quellen wiederum schildern sie als grobschlächtig oder dumm oder beides. Und damit sind die Thorsen in guter Gesellschaft mit ihren Kollegen anderer Mythologiekreise, beispielsweise mit den Giganten in der griechischen Mythologie. Es wird deutlich, dass die jüngeren Götter des Asengeschlechts die Thorsen als arge Feinde betrachteten und ständig in Kämpfe mit ihnen verstrickt waren. Die germanischen Riesinnen übrigens gelten demgegenüber oft als schön, und es ergab sich hier oder da so manche Liaison zwischen ihnen und den späteren Göttern. Ja, teilweise schienen Riesenfrauen regelrecht begehrt gewesen zu sein. Gerechterweise sollte erwähnt werden, dass sie wohl häufig als Mittel zum Zweck angesehen wurden, indem die neuen Götter sie belogen, ihnen ihr magisches Wissen stahlen oder sie in niederträchtiger Absicht schwängerten. Andere Riesinnen wieder nannte man Ätherninne, also Verschlingende. Man hatte Angst vor ihnen und auch ihnen wurde Bosheit unterstellt. Angr Boda beispielsweise bedeutet Angstbringerin und ist der Name oder der Funktionstitel einer Riesin, deren drei Kinder den jungen Asengöttern
wohl tatsächlich sehr viel Angst bereiteten, und zwar die vorgermanische Göttin Hel, die Midgard-Schlange und der Fenriswolf. Wenn wir uns diese Kinder und gleichzeitig schlimmsten Feinde der Asengötter kurz betrachten, dann gewinnen wir langsam eine Vorstellung davon, für wen die sogenannten Riesen gestanden haben könnten. Wir haben es nämlich mit drei ehemals matriarchalen Sinnbildern zu tun, die von den germanischen Stämmen offenbar umgedeutet wurden, unter dem Motto »Aus heilig mach böse«. Die Schlange als Sinnbild der sich ewig erneuernden und häutenden Mutter Natur, die Göttin Hel als einst verehrte Mutter Erde, aus der hier offenbar nur ihr Unterweltsaspekt angstvoll herausgegriffen wurde, und schließlich der Wolf, ebenfalls ein Symboltier für den Tod, ein Verschlinger und Bote, welcher einst einfach die Toten in den Kreislauf der Mutter Natur zurückbrachte. Mich überzeugt absolut die Theorie von Walker und anderen, dass mit besagten Riesen der germanischen Mythologie die europäische Vorbevölkerung in ein mythologisches Bild gegossen wurde. Jene Menschen, die noch auf einer steinzeitlichen Stufe lebten, als die metallbewaffneten Indoeuropäer von Osten her das Land gewaltsam eroberten. Die im Video zum Handwerkszeug angesprochenen historischen Ereignisse stützen eine solche Theorie jedenfalls. Zudem sollen die Riesen eine andere Sprache gesprochen haben, vermutlich keine indoeuropäische. Auch die überlieferten anderen Regeln, unter denen die Riesen angeblich lebten, wären damit erklärt. Es waren noch die alten, matrizentrisch organisierten Gesellschaften der Steinzeit. Jetzt kommen wir der Sache also näher und haben eine ungefähre Vorstellung von den sogenannten Riesen, die ganz offensichtlich in der germanischen Mythologie ziemlich übler Nachrede ausgesetzt waren. Wer genau aus diesen egalitär lebenden, zumeist friedlichen und Ackerbau betreibenden matrizentrischen Gesellschaften der Jungsteinzeit sollte denn nun den einfallenden kriegerischen Asen so viel Furcht einflößen? Es spricht viel dafür, dass es die einflussreichen Heroen waren, ausgewählte Repräsentanten des Stammes, die eine hohe Position innehatten und damit quasi eine riesige Macht. Natürlich besaßen sie das magische Wissen, da sie ja selbst in die sakralen Kulte involviert waren, vor allem in jenen der heiligen Hochzeit. Natürlich bereitete schon der Glaube an die Göttin Natur solch große Furcht, denn man wollte ja selbst als gottgleich verehrt werden. Und daher mussten auch ihre Symboltiere verunglimpft und diffamiert werden. Dass eine solche Interpretation nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern festen Boden unter den Füßen hat, dafür sprechen zum Beispiel alte Bräuche, in denen sogenannte Riesen als Verkörperung von Vater Himmel in der heiligen Hochzeit eine Rolle spielen. Wir haben sehr alte Berichte, in denen von der festlichen Einholung einer riesigen Puppe erzählt wird, in der vielfach ein Mensch verborgen war. In Flandern nennt man ihn geradezu den Riesen und man feiert ihn wie einen König. Der festliche Brautzug, den sein Umzug eigentlich darstellt, ist der uralte Mythos der Vermählung von Himmel und Erde. Da genau damit mit dem Recht auf den Hieroskamos, der auf Zeit eingeräumte gesellschaftliche Status verbunden war, kam es natürlich auf Seiten der Eroberer zu diesbezüglichen Begehrlichkeiten. War dies der wahre Grund, weshalb die Riesen als Konkurrenten von den kriegerischen Eindringlingen derart schlecht geredet wurden? Tours. Dieses Wort bedeutet nicht nur Riese. Seine zweite Bedeutung ist Zauberer. Und ein Zauberer war in den frühesten Religionen jemand, der in die heiligen Mysterien und Rituale nicht nur eingeweiht war, sondern sie selbst praktizierte. Und das meinte mit hoher Wahrscheinlichkeit anfangs die Schaffung von Leben. Gehen wir also davon aus, dass mit Tursen
tatsächlich jene Heroen der matrizentrisch lebenden Vorbevölkerung Europas bezeichnet wurden, die im Übrigen auch nach ihrer körperlichen Größe und Verfassung für ihre sakrale Befruchtungsaufgabe ausgewählt wurden. Die Tursen werden auch Rimtursen genannt, wörtlich Reifriesen, manchmal auch mit Eis- oder Frostriesen übertragen. Und ich habe mich lange gefragt, warum? Wofür stand der Reif? Schließlich ist nicht einmal in Skandinavien immer zu Winter. Bis mir eine Interpretation über den Weg lief, die das öfter in der germanischen Mythologie vorkommende Eis und die Erstarrung nicht wörtlich nahm, sondern als Metaphern deutete. Als Metaphern nämlich für das weiße Sperma auf der Spitze des erstarrten Penis. So gesehen ergibt jedenfalls auch der nordgermanische Schöpfungsmythos einen ganz neuen und in sich stimmigen Sinn, weshalb ich davon ausgehe, dass an dieser Deutung etwas dran ist. Gönnen wir uns einen kleinen Exkurs über diesen bekanntesten germanischen Schöpfungsmythos. Demnach gab es anfangs nur Feuer und Eis. Wir dürfen, wie gesagt, nie der Verlockung nachgeben, solche Bilder wörtlich zu nehmen. Das Feuer beispielsweise ist eine bekannte und weit verbreitete Metapher für den weiblichen Schoß und die Hitze der sexuellen Leidenschaft sowie der lebensschaffenden Glut im Uterus. Und nun geschieht auch in dieser nordgermanischen Ursprungssaga genau das, was in so vielen Schöpfungsmythen der Welt beschrieben wird. Sie zeichnen beim genaueren Hinschauen das Bild einer sexuellen Begegnung und einer Geburt. In dem Zentrum eines kalten, eisigen Gebiets, genannt Niflheim, also Nebelheim, existiert der Sage nach ein Brunnen. Aus dem fließt in magischen 11 oder 12 Strömen, je nach Deutung, sehr viel Eis in Richtung eines Urabgrunds, genannt Ginnungagap. Infolge dieses Vorgangs entsteht aus dem in der Hitze schmelzenden, tropfenden Eis dort ein Wesen, das zu wachsen beginnt, bis der Urabgrund es gebiert. Der Urabgrund ist ebenfalls eine Metapher für den weiblichen Schoß. Er kommt in zahlreichen Schöpfungsmythen der Welt vor, beispielsweise im griechischen Chaos. Zugegeben, irgendwie ist das Mythenterrain immer wieder doppelbödig zu verstehen. Wem eine solche Interpretation zunächst befremdlich erscheint, lässt sich vielleicht durch den folgenden Text umstimmen. Hauer meint zum Beispiel zur Frage, warum Heimdall in der Edda als weißer Gott und Stützbalken bezeichnet werde. Er sei deshalb weiß, weil er nach der Loka Senna mit Aur beträufelten Buckel ewig stehen muss. Aur ist die weiße Flüssigkeit, die vom Gipfel des Weltenbaumes, dessen Stamm der Weltenstützer ist, herabträufelt. Tau und Reif sind dafür die Symbole. Die Hypothese, der Reif stehe als Metapher für das Sperma der sogenannten Riesen, erhärtet sich also. Und die Formulierung ist an dieser Stelle absichtlich so gewählt. Auch wenn Heimdall im strengen Sinne kein Riese, sondern ein irgendwie ziemlich weit abseits stehender Gott ist, zeigt sich doch die Stimmigkeit des mythologischen Bildes. Auch sprachlich gibt es Hinweise, die jene Idee stützen. Das Eis fließt, wie gesagt, im Mythos in einen Urabgrund namens Ginnungagap. Und wir hatten schon festgehalten, dass es zum Beispiel im griechischen Chaos seine Entsprechung hat. Das Wort Chaos ist eigentlich nur das Nomen zum Verb kaino und heißt übersetzt einfach sich öffnen oder gähnen. Ursprünglich bedeutete es Spalte. Der Name Ginnungagap bezieht sich direkt auf ein Verb, das in alten germanischen Sprachen ginan, ginen oder ähnlich lautete und genau wie im Griechischen gähnen bedeutete, mit dem kaino verwandt. Interessant ist, dass das Wort Beginn
ebenfalls hier in diesem Feld anzusiedeln ist, in alten germanischen Sprachen mit dem Verb ginnern ausgedrückt. Es meinte gleichzeitig den Anfang wie das sich öffnen bzw. auch eröffnen. Solche Ausdrücke waren einst durchaus wörtlich gemeint. Damit sollte der Begriff des Thorsen in der Mythologie einigermaßen eingekreist sein. Und schon jetzt wird deutlich, was das Sinnbild der Rune am Grunde des Glases meint. Oder welcher Art meinetwegen der besagte Dorn eigentlich ist. Das Sinnbild ist in meinen Augen eindeutig ein Phallus-Symbol. Wenden wir uns nun einmal dem Wort Thurisas zu, das wie gesagt ein erschlossenes germanisches ist. Aber da unser Fokus auf dem Wortstamm Tur liegt, ist es genauso gültig wie das Wort Thurse oder sonstige Wörter mit jener Stammsilbe. Die meisten Autoren kennen das Wort Thurse nur im Sinne von Riese. Einige werden jedoch genauer und führen es auf eine Grundbedeutung von stark oder kräftig zurück. Demgegenüber gibt es Hinweise auf eine mögliche Sprachwurzel von Tur im Sinne von rotieren. Denken wir auch an unsere Stammsilbe Dreh, die quasi genau denselben Aufbau hat. Wie sind solche Bedeutungsunterschiede zu erklären? Sucht man weiter in der Etymologie, findet sich schließlich eine Erklärung in der erschlossenen Wurzel Ter im Sinne von bohren oder reiben. Die Drehung ist also scheinbar später als Bedeutungsnuance hinzugetreten in den allgemeineren Gehalt von bohren und reiben. Dafür sprechen auch verwandte Wörter anderer Sprachen, wie beispielsweise der griechische Toros für den Meißel. Ich denke, mit ein wenig zweideutiger Fantasie kann sich jeder die Gemeinsamkeiten dieses Gleichnisses erschließen. Die Paläolinguistik ordnet, kurz gebündelt, die Silbe Tur einem sprachlichen Archetypen zu, dessen Grundform sie Tak nennt. Ich führe schlaglichtartig einmal die wichtigsten Sinngehalte dieser Ursilbe hier auf. Dann wird das Gemeinsame hinter all den scheinbar verschiedenen Bedeutungen der eben genannten Begriffe ersichtlich. Tak mit all seinen Varianten, also zum Beispiel auch unserer Silbe Tur, steht laut Fester überzufällig häufig für Großes und in der Logik früher Menschen damit auch gleichzeitig für Langes und Hohes, wie zum Beispiel einen Turm. Aber auch alles, was oben ist, wie etwa ein Dach. Dazu steht es häufig für Göttliches, wie etwa beim etruskischen Gott Tages oder jeder Menge Götter namens Dagan oder Dagon auf verschiedensten Kontinenten. Auch Festes wird mit Tak oft benannt, ebenso das Befestigen, wie etwa das Tackern. Dem Sinngehalt des Langen steht das Spitze nahe. Als Beispiel sei die Zacke genannt, aber auch die Zikkurat, ein spitzer, hoher Tempelbau. Tak steht eher für Männliches, aber nicht ausschließlich. Viele Wörter für den Vater und für das männliche Zeugungsorgan bedienen sich im Tak-Fundus, wie das englische Dick und das weltumspannende Tata, zu dem auch der bekanntere Daddy gehört. Es wundert nach dem bis hierher Gesagten nicht, dass Waffen häufig mit Tak gebildet werden, wie zum Exempel ein Tomahawk oder, hier in umgekehrter Lautfolge, eine Axt. Desgleichen ein simpler Stock und auch dazugehörige Verben wie stecken oder stochern und ebenso stechen. Die Kürze der Darstellung erlaubt keine erschöpfende Ausführung dieses Gedankens, daher nur so viel. Immer wieder gehört auch die zielgerichtete Bewegung mit in dieses Feld, wie sie bei Waffen wohl mitgedacht werden sollte. Außerdem strickt alles Mögliche aus dem Bereich der Zeugung seine Wortkleider nach dem Tak-Muster, auch aus dem Feld der Erzeugung.
hier im Wortstamm selbst zu finden, wie in allem Zeug oder Werkzeug. Ein kurzer Gedanke sei wiederum an die zielgerichtete Bewegung oder auch Stoßkraft verwendet, die ja ebenfalls für die Handhabung von Werkzeugen charakteristisch ist. Derartige Assoziationen führen weiter zu Wörtern wie beispielsweise zum Druck. Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie und warum diese Silbe Tack für gerade jene hier grob angerissenen Sinngehalte herausgebildet wurde, die irgendwie alle miteinander in Verbindung zu stehen scheinen. Mich persönlich überzeugt folgende Theorie. Es habe sich vermutlich anfangs um ein lautmalerisches Nachahmen beim Arbeiten und bei der Herstellung von Gegenständen gehandelt. Wir beamen uns kurz in die Altsteinzeit und arbeiten mit Steinen. Es klingt definitiv nach Tack oder auch Tack, Tack, Tack. Aus diesem klingenden Geschehen hätten sich über kurz oder lang die sinnverwandten Inhalte assoziativ eingestellt und seien ebenfalls mit Tack-Wörtern benannt worden. Freilich jetzt mit Variationen. Natürlich kann man diese Theorie nicht beweisen, aber sie erklärt einiges. So nimmt es nicht Wunder, dass ebenfalls sehr viel Rhythmisches und rhythmisch Wiederkehrendes mit Takt bezeichnet wird auf der Welt. Beispielsweise der Takt. Auch der Vorgang der Zeugung hat ja durchaus seinen eigenen Rhythmus. Und wir wissen, dass das Göttliche in der Steinzeit eng an den Gedanken der Erzeugung von Leben gekoppelt war. Ich denke, es ist etwas an der These dran, dass sich im Nachgang diejenigen Sinngehalte häufiger mit Tack ausgestalteten, die Ähnlichkeiten damit im Sinn assoziierten. Mir jedenfalls hilft diese Theorie enorm beim Verständnis zahlreicher Wörter der unterschiedlichsten Sprachen. Eines wird schon nach dieser kurzen Skizze klar. Der Torse gehört nicht nur formell in diesen Archetypen, sondern auch passgenau mit seinem umfassenden Sinn. Denken wir immer daran, dass frühe Begriffe in der Urzeit des Menschen sehr allgemeiner Natur gewesen sein müssen und sich erst später ausdifferenzierten und spezifizierten. Wenn man denn geneigt ist, der Paläolinguistik eine gewisse Aussagekraft zuzubilligen, findet man also eine Bestätigung dessen, was wir ohnehin im Vorfeld aus den mythologischen Bildern im Abgleich mit historischen Ereignissen geschlussfolgert hatten. Es geht beim Tursen weder um Dummheit noch Gewalttätigkeit, sondern vielmehr um seine Stärke und auch sexuelle Relevanz im Hieroskamos, sowie natürlich die daraus resultierende Macht bzw. eben Größe. Die linguistische Lautetymologie vergleicht nun die Konsonantenkombination von Zungenlaut und R, also etwa THR oder TR bzw. auch DR und so weiter. Ich stelle hier einmal einige Ergebnisse vor, die meines Erachtens ein grobes Bild von dem zeichnen, was weltweit überzufällig häufig mit dieser Zwiekonsonanz ausgedrückt wird. Ist es nicht seltsam, dass all dies perfekt auf unseren Tursen und die Ursilbe Tack zu passen scheint? Auch die weltweite Anwendung dieser Silbe auf den Stier halte ich nicht für bruder Zufall. Sie kommt statistisch viel zu häufig vor. Und wenn wir uns hier all diese Stierwörter der unterschiedlichsten Sprachen einmal so betrachten, dürfen wir inzwischen erneut zweideutig denken und uns nebenbei gewahr werden, dass der Stier nicht nur ein starkes und mächtiges Tier ist, sondern dass er auch ein Symboltier für den Heros war. Und so schließen sich die Kreise rund um den Tursen und die heilige Hochzeit, in der er seiner Stierfunktion gerecht wurde. Das Gesagte gilt übrigens ebenfalls für den germanischen Gott Thor, der wegen der Klangähnlichkeit im Namen so häufig mit der Rune in Verbindung gebracht wird. Allerdings ist diese Ähnlichkeit wohl nur oberflächlich, denn Thor ist den meisten Sprachwissenschaftlern zufolge
eine etwas maulfaule und vernuschelte Form von Thunaya, also dem Donner oder eben Donnerer. Eine würdige Bezeichnung für einen Gewittergott, wie ich finde. Mit einiger Wahrscheinlichkeit liegt hier einfach eine Lautmalerei vor, denn das Wort Donner klingt ja wie das Geräusch, das es beschreibt. In den südlichen germanischen Gebieten wurde derselbe Gott daher auch Donar genannt, also Donner. Solche Wörter wie Donnerwetter als anerkennender Ausruf oder auch Donnerkeil gehen auf ihn zurück. Was wird noch so über ihn erzählt? Dieser Gott sei ein Sohn Odins bzw. Wodans, wie der germanische Allvater bei den südlichen germanischen Stämmen genannt wurde. So heißt es. Man muss sagen, so heißt es trotz der erwiesenen Tatsache, dass Thor schon länger und stärker als Odin in den germanischen Stämmen beim Volk, besonders in Norwegen, verehrt wurde. Die Odin-Verehrung scheint eine von oben eingeführte, adlige und vom einfachen Volk nicht immer begeistert aufgenommene Angelegenheit gewesen zu sein. Thors oder Donars Markenzeichen ist der berühmte Hammer Mjölnir. Sein fahrbarer Untersatz ein Wagen, der bezeichnenderweise von zwei Ziegenböcken gezogen wird. Der Gewitterhimmel ist sein Zuhause. Machen wir uns einmal daran, den mythologischen Bildercode dieser Figur zu knacken. Denn kein Detail ist zufällig gewählt. Nehmen wir uns zuerst einmal die Ziegenböcke vor. Ihr gebogenes Gehirn wurde ebenfalls wie das der Rinder seit der Altsteinzeit als Mondsymbol betrachtet. Spätestens seit der Jungsteinzeit war der Ziegenbock dann auch als ein solches männliches Tier mit Mondbezug gleichzeitig eines von mehreren Sinnbildern für den Heros. Der Ziegenbock ist als halbmenschliche Figur in verschiedene Mythen eingegangen, beispielsweise als Pan und Satyr der griechischen Mythologie oder als Faunus der römischen Mythologie. Sein abstraktes Zeichen war das Pentagramm mit der Spitze nach unten. Auf diese Weise sind die Hörner des Ziegenbocks erkennbar. Ein beträchtlicher Ideenanteil dieser Figur ist in die Erschaffung des bekannten Bildes vom Teufel eingeflossen. Natürlich hat das Christentum in Europa alle vorchristlich sakral bedeutsamen Figuren verteufelt, vor allem die Göttin und ihren Heros. Die Ziegenböcke bei Thor sind also ein deutlicher Hinweis auf seine Wurzel im neolithischen Heros-Glauben. Aber spricht noch mehr dafür? Ich denke schon. Wie in den zwei vorbereitenden Videos dieser Reihe ausgeführt, wurde seit dem Neolithikum ein Vater Himmel als Gegenpart zur Mutter Erde postuliert. Seine Aufgabe war es, die Erde zu befruchten, damit sie schöpferisch tätig werden und das Leben hervorbringen konnte. Wahlweise geschah dies durch Regen oder durch Sonne. Manche Himmelsgötter, wie der griechische Uranus, können auch beides. Thors oder Donars Verantwortungsgebiet war nun speziell das Gewitter. Dabei sollte der Regen befruchtend auf die Erde einwirken und in einer Metapher sollte sein südgermanischer Kollege Donar die sogenannten Donnersbrunnen zum Fließen bringen. Nun dürfen sich alle, die möchten, selbst gern diese Metapher deuten. Hinzu kommt, dass der Blitz ebenfalls als Phallus-Symbol galt, als eines mit besonders hoher Energie, der eben in Mutter Erde einschlägt. Gönnen wir uns einen weiteren kleinen Exkurs. Der Blitz stand zwar einerseits als Sinnbild für den energiegeladenen Penis, welcher die Erde, also die Göttin, befruchtet. Aber andererseits war er schon vorher, in der Jungsteinzeit, vor allem auch Todessymbol gewesen. Die Doppelaxt als Kultgerät zeigt diese zweischneidige Doppelbedeutung von Leben und Tod, weil beides sehr eng beieinander liegt. Sie galt als der Blitz in den Händen der Göttin. Männer durften diesen Ritualgegenstand noch in der minoischen Kultur nicht berühren, weil eben die Göttin die Herrin über Leben und Tod war, über das Werden und das Sterben.
Seit der Antike ist nun zu beobachten, dass zunehmend männliche Gottheiten sich mit dem Blitzzeichen schmückten. Beispielsweise Zeus, aber eben auch Thor. Oft ist es ein ganzes Blitzebündel, welches sie in den Händen halten, wie im Bild links. Ein Hinweis auf ihre sexuelle Macht ebenso wie auf ihre inzwischen gewonnene Macht über Leben und Tod. Hier gegenüber den alten Heroen der Schlangengöttin. Allerdings geht es nun um den gewaltsam herbeigeführten Tod in den patriarchalen Gesellschaften, der in diesem Sinnbild angedeutet wird. Dass ausgerechnet ein Hammer das bekannteste Markenzeichen von Thor ist, passt in die sexuell aufgeladene Symbolik dieses Gottes. Da weiß man, wo der Hammer hängt, sozusagen. Allerdings ist es auch unzweifelhaft, dass Thor anfangs eine andere Waffe bei sich trug, bei Saxo eine Keule und bei verschiedenen historischen Autoren eine Axt. Hinter solchen Waffen steht meist in der Antike, wen wundert es jetzt eigentlich noch, eine deutliche sexuelle Symbolik. Desgleichen zum Beispiel hinter Schwertern und Dolchen. Der Donner des Gewitters soll wie das Brüllen eines Stieres klingen. Nun will ich nicht schon wieder auf der Bedeutung des Stieres als mythologische oder sakrale Figur herumreiten, die er seit der Altsteinzeit innehatte. Herumreiten natürlich mit einem Schmunzeln an dieser Stelle formuliert. Dies ist in den vorangegangenen Vorträgen jedenfalls hinreichend ausgeleuchtet worden. Nur so viel. Einen deutlicheren Hinweis auf die Verknüpfung von Thor mit Gedanken an ältere neolithische Heros-Traditionen kann man sich kaum vorstellen. Dass der Hammer tatsächlich als Phallus-Symbol zu verstehen ist, soll als Exempel diese Stelle aus der Edda belegen. Mjölnir ist der Name des Hammers und bedeutet so viel wie Blitz. Das wundert jetzt nicht mehr wirklich. In der betreffenden Szene geht es um die Vorbereitung einer göttlichen Hochzeit, bei der Verkleidung und Verwechslung eine Rolle spielen. Das ist für die Deutung des Hammers jedoch nebensächlich, nicht aber die weitere Symbolik. Bringt den Hammer, die Braut zu weihen, legt Mjölnir der Maid in den Schoß. In historischen Gräbern Skandinaviens fand man Thors Hammer im Übrigen fast ausschließlich in solchen von Frauenbestattungen. Klaus Teweleit arbeitet an jüngerem Bildmaterial deutlich heraus, dass noch in jüngster Vergangenheit die Verknüpfung von Penis und Waffe im kollektiven Unbewussten latent präsent war und vermutlich noch immer ist. Die Basis dieser Verknüpfung liegt in der einstmals gesetzmäßigen Kopplung der Heroswürde an den Hierosgamos. Eine Macht, die seit dem Patriarchat mehr und mehr mit gieriger Hybris aufgeladen sowie mit Waffengewalt durchgesetzt wurde und dazu immer zerstörerischer wirkte. Wie dem auch sei, selbst wenn die Rune für Thor stünde und nicht für den alten Thorsen, so würde das an ihrer Grundbedeutung nicht viel ändern. Stets geht es um die männliche Potenz und Stärke, die vor allem auf dem Feld der Sexualität zu suchen sein sollte. Kommen wir zum Runengraphem. Das Sinnbild hat einen Kollegen in den altgriechischen Alphabeten von Thera bzw. Melos. Dort stand es allerdings als Variante für das R. Auch in Lautschriften des alten Orients kommt es vor, etwa in frühen arabischen Schriften oder in der Sinai-Schrift. Aber im phönizischen Alphabet fehlt es, sodass viel dafür spricht, dass Turisas nicht von dort stammen kann. Der Thornlaut oder meinetwegen das TH wird stattdessen im Phönizischen und im Griechischen mit dem guten alten Linienkreuz wiedergegeben. Und zwar sowohl in der geraden wie in der gekippten Ausrichtung. Erinnern wir uns kurz an dieses Zeichen, das zum Kulturgut des Menschen gehört seit den Neandertalerzeiten. Es stellte ursprünglich in einer symbolischen Art und Weise die vier Himmelsrichtungen dar,
die anhand des Sonnenumlaufs gefunden und markiert wurden. Es fand sowohl auf die Erde mit eben diesen vier Himmelsrichtungen Anwendung, wie später, aus dem Gedanken des Sonnenumlaufs hervorgegangen, auf den männlich gedachten und inzwischen personifizierten Sonnengott. Manchmal wird das Linienkreuz in den antiken Alphabeten auch ersetzt durch ein weiteres Sonnensymbol, den Kreis, in dessen Mitte ein Punkt steht. Dieser Buchstabe heißt in der einen wie in der anderen Form Theta oder Thet. Übrigens gehören jene Buchstaben Namen Theta oder Thet als Variationen ebenfalls dem Tak-Archetypen an. Die Turisas-Rune gehört zu den sogenannten Klaviformenzeichen, also solchen Zeichen, die äußerlich einem Schlüssel ähneln. Derartige Symbole sind seit der Altsteinzeit bekannt und wurden zum Beispiel in mehreren eiszeitlichen Höhlen nachgewiesen. Die Bedeutung dieser Sinnbilder freilich liegt offiziell im Nebulösen. Oder vielleicht doch nicht ganz? Kann man sie möglicherweise doch erschließen, wenn man den Blick ein wenig schärft? Die älteste mir bekannte Darstellung des Thorn-Zeichens stammt aus dem Paläolithikum. Alexander Marschak stellt einen Mammutstoßzahn vor, auf dem in abstrakter Weise durch geometrische Formen eine Frau dargestellt ist. Im Vulva- oder Uterusbereich, welcher offen als gekipptes U erscheint, findet sich dieses thornähnliche Zeichen im tiefsten Inneren, im Allerheiligsten sozusagen. Auch im Neolithikum wird dieses Sinnbild immer wieder im Verbund mit Uterus-Symbolen, wieder als gekipptes U erkennbar, aufgebracht, wie an diesem Beispiel eines jungsteinzeitlichen Orthostaten zu sehen ist. Wie gesagt, halte ich die Rune für einen stilisierten Phallus. Im Neolithikum trat der Phallus als männliches Fruchtbarkeitssymbol zunehmend in den Fokus des sakralen Geschehens. Aber auch einzelne altsteinzeitliche Vorläufer in der konkret gegenständlichen Darstellung sind bekannt. Widmen wir uns nun überlieferten mittelalterlichen Texten zum Thema. Es erschrickt nach all dem Gesagten vielleicht etwas, dass der Rune ein ausgesprochen negatives Image anhaftet. Aber vergessen wir nicht, aus den mittelalterlichen Runenliedern erfahren wir vor allem, welcher Art der Blick auf die Rune Turisas in patriarchalen Zeiten war. Turs verursacht Frauenkummer. Froh werden wenige vom Übel, aus dem norwegischen Runenlied zum Beispiel. Ein solcher Text scheint genau das zu beschreiben, was die Überlieferungen vor allem in den Göttinnenmythen zum indoeuropäischen Einfall hier in Europa hergeben. Die gewalttätigen Übergriffe gerade auf Frauen kann sich jetzt jeder, der das möchte, selbst genauer ausmalen. Turs ist der Weiberqual und Klippenbewohner und der Wartrunermann, Saturn, aus den isländischen Runenreimen. Ein Wart oder etwas moderner vielleicht Wärter war gleichzeitig ein Hüter oder eine Hüterin, hier des Runengeheimnisses. Möglicherweise handelt es sich um eine weise Frau, als deren Mann der Turse beschrieben wird, oder um den Tursen als Runenkundigen selbst. Saturn war in der römischen Mythologie der Gott der Aussaat. Die Aussaat ist ein riesiges Gleichnis zur heiligen Hochzeit und fand daher mit ihr im selben Zeitraum im Frühling statt. So wie der Same in Mutter Erde gelegt wurde, um Früchte hervorzubringen, wurde die Sakralkönigin befruchtet und damit das Band zwischen Mensch und Natur erneuert. Der Hinweis auf Saturn ist hier also sehr aussagekräftig. Da hebt sich von Osten aus dem Eliwaga des reifkalten Riesen dornige Rute, mit der er in Schlaf die Völker schlägt, die Midgardere bewohnen vor Mitternacht. Eliwaga heißen wie gesagt jene 11 oder 12 Eisflüsse,
die aus dem symbolischen Brunnen des Berges in Niflheim hinunter in den feurigen Urabgrund fließen. Es fällt auch im Eddalied erneut auf, dass maskuline Sexualsymbolik und Waffensymbolik Hand in Hand miteinander gehen. Während in der Edda die dornige Rute des Eisriesen, also seine männliche Macht, einige Völker handlungsunfähig macht, wird in anderen Runenreimen darauf hingewiesen, dass Turs gerade für Frauen sehr schmerzvoll ist. Eine durch und durch patriarchale Sicht der Dinge. Es ist wieder und wieder hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass die Macht des Heros ursprünglich von seinem Recht auf das kultische Ritual des Hieros-Gamos abhing. Dann werden solche poetischen Niederschriften durchsichtig. In diesen späten Texten finden wir den Machtaspekt überbetont. Während die Sexualsymbolik nur noch für jene sichtbar ist, die den archaischen Symbolcode kennen. Aber mitunter schimmert letztere noch durch die überlieferte Hexerei. Wenn du eine Frau verhexen willst, damit sie nirgends hinfindet, außer zu dir, ritze diese Stäbe. Dreimal umgekehrte Molzurs und Maderunen. Einem ähnlichen Zauberrat scheint der Bote Skirnir gefolgt zu sein. Jedenfalls ritzt er die Turisas-Rune dem Mythos nach dreimal auf einen Zauberzweig und erringt dadurch die Erdgöttin Gerda gegen ihren Willen als Braut für den Gott Freier. Was für ein toller Zauber! Eigentlich karikiert eine solche patriarchale und spät erdachte Geschichte geradezu die eigentliche Bedeutung der Turisas-Rune. Aber das soll nicht mehr unser Thema sein. Auch die Stellung der Rune Turisas an der dritten Position im ältesten Futhark spricht im Übrigen für meine hier vorgestellte Theorie, nämlich dass mit ihrem Sinnbild ursprünglich nur die männliche Heros-Energie gemeint war und dass alles Schlechte und Gewalttätige, was noch so durch die mittelalterlichen Überlieferungen strolcht, erst spätes patriarchales Beiwerk ist. Aber diese raffinierte Zusammenstellung der Runen in genau der festgelegten Reihenfolge betrachten wir erst, wenn wir ein paar mehr Zeichen untersucht und einen kleinen Überblick gewonnen haben. Nach 12 Runen können wir in einem Intermezzo schon ein Stück des Rätsels lösen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf dieser spannenden Reise begleitet.